Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Das EU-Parlament zieht auf eine österreichische Partei Einfluss durch den Kreml, hat diese auch gelistet. Und welche diese Partei ist, ist, glaube ich, relativ leicht zu raten. Es ist die FPÖ und es ist FPÖ, der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der seinerzeit einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei unterzeichnet hatte. Was es damit auf sich hat, ob er immer noch so ein Putin-Versteher ist oder ob sich das gewandelt hat, Fragen, die wir heute im Duell Heinz-Christian Strache von rechts und Sebastian Bornmähner von links diskutieren wollen. Und damit guten Abend. Und ich fange mit Ihnen an, Herr Strache, weil ich glaube, wir haben eine kleine Premiere. Sie nehmen jetzt eigentlich zum ersten Mal dazu Stellung seit diesem Angriffskrieg, also On-Air-Stellung zum Angriffskrieg von Wladimir Putin. Jetzt waren Sie früher ein Fan von Herrn Putin. Hat sich Ihre Meinung geändert? Also es ist immer wieder interessant, mit welchen Begrifflichkeiten oder Framings gearbeitet wird, ja. Weil ja auch im Vorspann oder in der Einleitung dargelegt worden ist, Freundschaftsabkommen etc. Es war in der reinen Übersetzung ein diplomatisches Arbeitsübereinkommen der Freiheitlichen Partei Österreichs mit der Partei Einiges Russland auf einer diplomatischen Ebene, wo aufgelistet worden ist, wie Abgeordnete regelmäßig im Sinne eines Gedankenaustausches zusammentreffen, wie Ausschusssprecher zusammentreffen, wie ein Austausch auf diplomatischer Ebene zwischen den beiden Parteien stattfindet. Das war dieses Arbeitsübereinkommen. Manche haben dazu Partnerschaftsabkommen gesagt, sie sagen Freundschaftsabkommen. Also eigentlich etwas völlig Normales, was ich heute in der USA oder damals als Parteichef in der USA gar nicht gebraucht habe, weil die Republikaner einen ohne Arbeitsübereinkommen eingeladen haben ins Repräsentantenhaus und Termine stattgefunden haben und quer durch die Europäische Union sowieso das möglich war. Und außerhalb der Europäischen Union war es in der Regel notwendig, wenn man als Partei irgendwo versucht hat, auch einen Austausch vorzunehmen, dann mit Arbeitsübereinkommen das zu machen. Das haben wir auch mit der serbischen Partei unter anderem gehabt, nämlich mit der Partei von Alexander Vucic, der heute Präsident ist, der das dann beendet hat. Und dann haben wir mit noch der Partei so vom jetzigen Parlamentspräsidenten Serbiens, nämlich mit Dacic, ein Arbeitsübereinkommen gemacht. Das ist das eine, das, glaube ich, hat jetzt nichts mit dem aktuellen Konflikt und Krieg zu tun, denn ich sage, Krieg ist einmal immer Unrecht, ja, und Krieg ist immer verwerflich und Krieg ist immer abzulehnen, weil letztlich alle Menschen darunter leiden und das sind die Ärmsten, nämlich die Menschen, die unschuldig da durch so einen Wahnsinn zum Handkuss kommen und leiden und viele Menschen sich auf die Flucht begeben. Und ich sage, wir als Österreicher haben natürlich unsere immerwährende Neutralität, die in der Verfassung verankert ist, auch wirklich zu leben. Ja, das ist entscheidend, denn da habe ich die letzten Wochen schon den Eindruck gehabt, dass das die österreichische Bundesregierung nicht in der Form tut, wie das die österreichische Bevölkerung erwartet. Und das hat zu einigen Irritationen geführt, aber wo es dann Klarstellungen gegeben hat. Dazu kommen wir nachher. Aber verurteilen Sie Putins Krieg oder verurteilen Sie den Krieg an sich? Ich verurteile jeden Krieg an sich und ich verurteile natürlich die Art und Weise, dass man hier offensiv in die Ukraine einmarschiert ist und letztlich einen Konflikt vom Zaun gebrochen hat, den man auf diplomatischem Weg hätte diskutieren und lösen müssen. Aber ich muss festhalten, wir müssen schon die Hintergründe beleuchten, auch wenn wir den Krieg zu Recht verurteilen, auch den Einmarsch verurteilen, muss man die Hintergründe beleuchten. Und ich glaube, das ist auch wesentlich, wenn man nämlich, ich sage, die historische Entwicklung der Großmächte, der Supermächte, der Aber Alliierten definiert, dann müssen wir auch zumindest, ich sage zumindest, erkennen, was wir sind die Hintergründe und wie kann man rauskommen aus diesem Schlamassel. Denn ich sage, ich habe ganz offen eine große Befürchtung, dass aus diesem regionalen Konflikt und Krieg, den wir jetzt haben, ein Flächen- und Weltenbrand entstehen kann, den wir alle nicht wollen. Und ich glaube, wir müssen alles dazu beitragen, dass man zurück an den Verhandlungstisch kehrt, dass man auf diplomatischem Wege eine Lösung sucht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja jetzt auch durchaus Anzeichen in die Richtung auch geliefert, hier durchaus vorstellbar auf gewisse Forderungen der Russen, die seit Jahren bestehen und spätestens seit dem Maidan-Umsturz 2014 ja ein schwelender Konflikt da war. Wir wissen alle, Assoziierungsabkommen zur Europäischen Union nicht unterfertigt vom damaligen Präsidenten. Ja, nein, aber wichtig. Und dann der Umsturz, der dazu geführt hat, dass der Präsident geflohen ist. Ja. Und dann eine Bürgerkriegssituation entstanden ist, die Annexion der Krim entstanden ist und die gesamte Zukunft
Zuspitzung seit 2014 in Wahrheit sich aufgeschaukelt hat. Und das muss man natürlich schon sehen, denn wir hatten dort in der Ostukraine einen Bürgerkrieg, wo viele Menschen umgekommen sind. Ja. Ja, aber dieser Bürgerkrieg in der Ostukraine ist genauso wenig selbst entstanden, wie das jetzt der Einmarsch der Russen war. Da gibt es einen eindeutigen Aggressor, da gab es schon in der Ostukraine, genauso wie in Georgien und in vielen anderen Ländern, eindeutige Kampagnen von Putins Russland. Da wurde auf der einen Seite gezielte Propaganda betrieben, dann wurden auch paramilitärische Trupps unterstützt. Und all das haben Sie über die Jahre gut geheißen. Ich habe mir heute ein bisschen im Vorfeld unseres Gesprächs angeschaut, wie Sie sich über die Jahre gegenüber Russland positioniert haben und vor allem gegenüber Putin. Das ist sehr interessant, weil Sie ja nicht, ich würde Sie heute nicht mehr als einen Putin-Versteher, sondern eher als einen Putin-Verehrer bezeichnen, weil das, was Sie da gemacht haben, war ja wirklich an, wie es Werner Kogler bezeichnet, roter Teppich mit Schleimspur. Das, glaube ich, trifft auf die FPÖ wirklich sehr gut zu, nicht nur in Bezug auf Putin, sondern auch in Bezug auf viele andere Menschen in Europa, und Co. Und ich glaube, dass man sich von Ihnen jetzt und nicht nur wir Linke unter Anführungszeichen oder Demokraten, sondern alle in Österreich erwarten ist, dass Sie spätestens jetzt das machen, was Leitl, Fischer und Co. Auch machen, nämlich zu sagen, von mir aus, der Putin von damals war ein anderer als der Putin von heute. Das ist zwar auch Kindesweglegung, aber es ist zumindest ein bisschen anerkennend und auch verurteilend, das, was jetzt gerade passiert. Putin hat über Jahre etwas vorbereitet. Er hat, und da waren Sie auch dabei, mit Imperialstrategen wie Alexander Dugin und anderen gemeinsam Strategien entwickelt, wie er diese Restauration des ehemaligen russischen Imperiums vornehmen kann. Das, was Sie jetzt gerade erleben, ist nicht eine Reaktion auf einen Vorgang in der Ukraine, sondern das ist die Fortführung einer Aktivität, die Putin über Jahre gezielt aufgebaut hat. Da war die Krim ein Zwischenschritt. Da waren die paramilitärischen Aktivitäten und Operationen Russlands im Osten der Ukraine ein zweiter Schritt. Und das, was wir jetzt haben, ist eigentlich nur die Vollziehung dessen, was Putin schon so vor vielen Jahren angekündigt hat. Man kann das ja auch nachvollziehen, wie über die Jahre Schritt für Schritt Putin sich von einem demokratischen Diskurs verabschiedet hat. Und ich finde es auch gut und richtig, wenn wir darüber nachdenken, was für Abkommen, was für Vereinbarungen, was für Entwicklungen gab es seit 1989, 91, 95 und so weiter. Aber all das darf doch niemals als Rechtfertigung oder Legitimierung dessen genommen werden, was wir jetzt gerade in der Ukraine erleben. Was wir dort gerade erleben, ist, dass Kinder, dass Frauen, dass Menschen umgebracht werden, und zwar nicht Zivilistinnen, also nicht Soldatinnen, sondern Zivilistinnen, dass da Städte regelrecht ausgehungert werden, wie Mariupol im Moment gerade, wo 400.000 Menschen nicht einmal mehr was zum Trinken haben. Und in der Situation erwarte ich mir von jemandem, der nicht ein auf diplomatischer Ebene Assoziierungsabkommen mit der Putin-Partei gemacht hat, sondern der ja auch regelrecht dorthin gebildet ist auf den Roten Platz, dort Selfies von sich veröffentlicht hat, immer wieder betont hat, was für eine innige Freundschaft und starke Beziehung zu Putin und seiner Partie gegeben ist, dass so jemand sich jetzt hinsetzt und sagt, nicht ich verurteile Krieg per se, sondern ich verurteile die Aggression, die völkerrechtswidrige Invasion von Russland, angestachelt von Wladimir Putin als Oberbefehlshaber gegenüber der Ukraine. Das ist das, was sich die Menschen zu Recht in Österreich erwarten können. Und das erwartet man sich auch im Hinblick auf die Neutralität. Neutralität, Herr Strache, heißt nicht Passivität. Neutralität heißt auch nicht Egalität. Es heißt nicht, dass uns wurscht ist, wenn 400 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt Menschen umgebracht werden. Neutralität heißt immer, dass wir versuchen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Instrumenten, exklusive der militärischen Option, Einfluss darauf zu nehmen, dass sich das, was in unserer Verfassung verankert ist, dazu gehört auch die Europäische Menschenrechtskonvention, in der Welt entsprechend durchsetzt. Und ich erwarte mir daher, dass wir als Österreich uns an Wirtschaftssanktionen, wie sie gerade stattfinden und die auch tatsächlich entsprechende Wirkung entfalten, wie wir gerade sehen, auch aktiv beteiligen. Auch da würde ich mir wünschen, dass Sie klar sich dazu bekennen, dass wir uns in diesem europäischen Sanktionsorchester auch entsprechend eingliedern und dass Sie nicht jetzt Bundeskanzler Nehammer und andere dafür kritisieren, dass Sie eine klare Haltung zeigen und auf die komische Propaganda der Russen entsprechend reagieren, indem sie klar machen, unsere Neutralität bedeutet eben nicht wegschauen, bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit, sondern bedeutet, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln exklusive der militärischen Option unterstützen. Und das, glaube ich, sollte man sich von Ihnen in der jetzigen Situation auch erwarten können. Und ich fordere Sie wirklich auf, hier auch klar Stellung zu beziehen gegen diese Aggression und diesen Angriff von Wladimir Putin und gegen das Leid, das er über die Ukraine bringt. Also um einmal klarzustellen, ich bin
weder auf der NATO-Schleimspur noch auf der russischen und Putin-Schleimspur dahingerutscht. Im Gegenteil, sondern ich habe immer als Vertreter eines neutralen Landes, als Brückenbauer funktioniert und mit allen das Gespräch gesucht, ohne Schleimspur. Ich sage, da müssten Sie eher anderen, die seit Jahren in der österreichischen Politik Richtung NATO drängen und die Neutralität aufgeben wollen, die NATO-Schleimspur ansprechen und auch die negative Sanktionspolitik der letzten Jahre schon, die da stattgefunden hat, die oftmals auch zum Schaden Österreichs war. Und wo ich gesagt habe, das ist der falsche Weg. Wir dürfen nicht in Richtung eines Konflikts gehen, in Richtung einer Eskalation gehen, sondern wir müssen in Richtung einer Zusammenführung gehen, wo natürlich, ich sage, die NATO militärische Interessen hat. Wir reden zwar immer von einem Friedensbündnis, aber der völkerrechtswidrige Krieg in Ex-Jugoslawien und das Bombardement gegenüber Serbien ist Realität. Es sind viele Kriege, die stattgefunden haben in der Welt, ob das jetzt in Libyen der Fall war, in Afghanistan der Fall war, oder im Irak der Fall war, oder in Syrien der Fall war, dramatisch gewesen und hatten ein Interesse, ja, wo die NATO militärisch tätig geworden ist, wo wir auch von wirtschaftlichen Interessen reden müssen und uns nichts vormachen sollten. Und ja, das ist alles zu verurteilen, genauso wie der jetzige Einmarsch und Angriffskrieg. Und genau da sind wir jetzt beim Punkt. Und was aber jetzt notwendig ist, ist gerade, dass wir Österreicher, wenn es um Neutralität geht, ja, diese auch wirklich leben. Und das ist genau der Punkt. Und da höre ich ja zwischen den Zeilen, es wäre vernünftig, zur NATO beizutreten und andere Sachen. Es ist wichtig, Partei zu ergreifen. Nein, es ist wichtig als neutraler Staat, gerade wenn es darum geht, dass die vier alliierten Mächte, und da war die Sowjetunion, die dann zerfallen ist und letztlich Russland auch der legitime Nachfolger geworden ist, einer der Teile, die uns damals für unsere Freiheit, ja, auch den Status der immerwährenden Neutralität abverlangt haben. Den haben wir damals übernommen. Ja, wir sind frei geworden und wir haben letztlich eine Entwicklung erlebt, wo uns die immerwährende Neutralität ans Herz gewachsen ist. Warum? Weil sie nämlich eins zeigt, dass man, wenn man sie wirklich lebt, auch nachhaltig seine eigene Bevölkerung schützt und sicherstellt, dass nie wieder hoffentlich Leid und Krieg unser Land und unsere Bevölkerung erfahren muss. Und genau das will ich erhalten und bewahren. Und deshalb ist der Konflikt natürlich jetzt auch so zu sehen, dass wir alles tun müssten, um zu vermitteln, zu deeskalieren und eine diplomatische Lösung zu finden. Denn was kann das Ergebnis sein? Das Ergebnis, wie jetzt die Polen vorgeschlagen haben, ja, MiG-Kampfjets nach Ramstein zu liefern und die NATO dann die Kampfjets der Ukraine übermittelt, na, was würde denn das bedeuten? Zum Glück ist da die Notbremse gezogen worden von der NATO. Das wäre der Kriegseintritt gewesen. Das heißt, wir wären von einem dramatischen Regionalkrieg, der unglaublich viele Opfer und Vertriebene heute schon fordert, wo ich im Übrigen sage, da sollten wir helfen. Diese Frauen und Kinder, die da auf der Flucht sind, die sollten wir hier in Österreich auch aufnehmen, da sollten wir auch vor Ort helfen, da müssen wir was tun. Das sind Europäer, die unsere Hilfe brauchen, und zwar dringlichst. Ja. Da haben wir aber leider Gottes unsere Flüchtlingsheime teilweise überfüllt von Menschen, ich weiß nicht woher, die das in den letzten Jahren missbraucht haben. Aber dort müssen wir jetzt tätig werden und ich sage, da ist was zu tun im Sinne eines neutralen Landes, das Hilfe humanitärer Art leistet, aber sich ansonsten wirklich neutral heraushält und nicht Partei ergreift. Und nicht bei, ich sage, den ganzen Sanktionsfetischisten mitmacht. Ich hätte es für schlau gehalten, ja, hier wirklich eine glaubwürdige Vermittlerrolle einzunehmen. Die haben wir heute nicht mehr. Wir brauchen gar nicht mehr anbieten, dass wir als Vermittler oder als Verhandlungsstandort in Frage kommen. Das nimmt keiner mehr ernst. Stache, wir sind Teil der Europäischen Union. Das ist gut unsere Neutralität, aber wir sind zum Glück dort, nicht wir Teil der NATO. Staat. Wir sind zum Glück nicht Teil der NATO. Aber niemand, und wir haben es mit einem großen Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu tun, wo wir, und da kommen wir jetzt zu den historischen Ursprüngen, wo im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion, nämlich noch vor dem Zusammenbruch damals der Gorbatschow seine Zustimmung gegeben hat zur Wiedervereinigung. Und damals Genscher, auch der amerikanische Außenminister Baker und andere, und das weiß man heute auch durch Dokumente gestützt, im Zuge dieser Wiedervereinigungsentwicklung zugesagt haben, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird über die Elbe hinaus. Ja, man hat sich nicht daran gehalten, das wissen wir heute. Eine NATO-Osterweiterung hat stattgefunden in Folge. So, und da sind wir jetzt beim Thema, entgegen der Zusagen in Richtung russischer Grenze. Und deswegen ist es legitim, nein, das zu machen? Nein, warum reden wir dann drüber? Nein, es ist nichts zu legitimieren. Es ist nur wichtig, Hintergründe zu verstehen. Die haben ja genauso in Georgien stattgefunden, in Abchasien, Ossetien, wo es eine Auseinandersetzung gegeben hat, wo die russische Mehrheitsbevölkerung in diesen Gebieten letztlich auch um eine Unabhängigkeit gestritten hat. Wir haben es erlebt im Bürgerkrieg 2014 nach dem Maidan-Umsturz, wo Menschen in Donetsk, in Lugansk, ja, Schulen beschossen worden sind, Kindergärten beschossen worden sind,
Da war in den letzten Jahren großes Schweigen im Walde. Ja, da hat man nicht letztlich dafür gekämpft, dass das Minsker Abkommen eingehalten wird, wo nämlich vereinbart worden ist, dass in den Regionen Autonomiestatus auch erfüllt wird und dass die Russen vielleicht wieder als Amtssprache Russisch erhalten bei 9 Millionen Einwohnern in der Ukraine, die nämlich aufgehoben worden ist und viele andere Widrigkeiten. Das heißt, da muss man, natürlich hätte man in den letzten Jahren diplomatisch von Seiten der Europäischen Union viel mehr beitragen müssen. Ja, und das habe ich, da können Sie nachlesen, das habe ich von Beginn an gefordert, lange sogar vor dem Maidan, wie das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union damals verhandelt wurde, habe ich gesagt, bitte, 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 die Europäische Union müsste mit der Ukraine und mit Russland in Dreiergesprächen das diplomatisch lösen. Das hat man nicht getan. Und ich habe das damals, lange vor 2014, öffentlich kundgetan und eingefordert. Hat man leider nicht getan. Und das sind Entwicklungen, wo man nichts rechtfertigt, aber verstehen muss, wie so eine Eskalationsspirale überhaupt zustande gekommen ist. Und das ist etwas, was tragisch ist. Und ich glaube, das ist genau das Problem, Herr Strache. Wenn man jetzt beginnt, Verständnis zu zeigen, an einem Punkt, wo Menschen, wirklich tausende Zivilistinnen und Zivilisten jetzt gerade sterben, und sie sterben nicht deswegen, weil Krieg passiert, sondern weil sie angegriffen werden von einer Großmacht, die einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. Wenn man in der Situation sagt, aber ihr müsst zuerst verstehen, dass das und das und das und das dorthin geführt hat, dann passiert automatisch eine Legitimierung und Relativierung dessen, was da gerade passiert. In der jetzigen Situation müssen wir zunächst einmal helfen. Und Neutralität heißt nicht, dass wir dort wegschauen. Neutralität bedeutet, als Teil der Europäischen Union, und das sind wir, ich weiß, Sie wollen das nicht, aber wir sind Teil der Europäischen Union, das bedeutet, wenn 27 Länder entscheiden, dass wir gemeinsam diesen Angriffskrieg verurteilen, aber nicht militärisch intervenieren wollen, dann müssen wir versuchen, diesen Despoten, und das ist ein Despot in Moskau gerade, auch mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, und das ist die wirtschaftliche Ebene, zu sanktionieren, damit er versteht, dass wir das nicht tolerieren. Wir können doch nicht auf jemanden, der völkerrechtswidrig einen souveränen Staat überfällt und Menschen umbringt, damit reagieren, wie wir sagen, machen wir Assoziierungsabkommen und treffen uns und tun wir einen Kaffee trinken und reden wir drüber, versuchen wir zuerst mal Verständnis für euch zu zeigen, weil ja, euch wurde Unrecht getan und irgendwer hat dem Gorbi irgendwann irgendwas erzählt, das ist übrigens umstritten. All diese Sachen sind ja mehr, das stimmt ja alles nicht. Ja, es gibt ja genauso 1995 ein Budapester Memorandum, in dem drinnen gestanden ist. Das ist durch britische Akten, die veröffentlicht worden sind aus dem Jahr 1991. Genau. Und Gorbatschow hat selber, der deutsche Diplomat, Grobock, ja, bei das diesem Treffen, nämlich beim 2+4 Herr Strache, Treffen, das kenne ich. Genau das ich kenne das, aber ich kenne auch Gorbatschow, der jetzt gesagt hat, nein, uns wurde damals nichts verbindlich zugesagt. Und es gibt stattdessen aber seit 1995 Budapester Memorandum die Vereinbarung im Gegenzug dafür, dass die Ukraine ihre Nuklearsprengkörper zurückgibt, weil sonst werden die heute nicht mal auf die Idee kommen, dort einzumarschieren. Ja? Im Gegenzug dazu verpflichtet sich Russland, die ukrainische Souveränität in den damals bestehenden Grenzen zu akzeptieren. Nicht in den Grenzen, die sie sich entlang irgendwelcher Propaganda-Entwicklungen wünschen, sondern entlang der 1990 und auch 1998, Herr Strache, und 2000 gab es Gespräche von Russland mit der NATO im Hinblick auf eine Inklusion der Russen in die NATO. Also es ist ja absurd, jetzt irgendwie zu behaupten, die Russen wären seit 1989 belogen, aber betrogen worden. Und das müsste man jetzt verstehen. Genau da sind wir jetzt beim Punkt. Ja, Putin hat am Beginn seiner Amtszeit im Sinne einer neuen Sicherheitsagentur, nicht Agentur, sondern Sicherheitsarchitektur, ja, hat er ja auch im Deutschen Bundestag gesprochen, durchaus diese Variante vorgeschlagen. Man ist nur nicht darauf eingestiegen. Und wir haben natürlich eine Entwicklung gehabt, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion der Nachfolgestaat Russland natürlich dramatisch am Boden lag. Ja. Und dass natürlich die NATO als militärisches Bündnis auch irgendwo genützt hat. Das ist nun einmal so. Aber ich sage, jetzt ist wichtig, wir dürfen ja nicht so naiv sein, dass wir, wenn es um Großmächte geht, mit ihren Interessenslagen zu verkennen, dass die, ich sage, Sicherheitsinteressenslagen haben, dass die Interessenslagen seit Jahren am Tisch liegen, dass man gesagt hat, die Ukraine, die nämlich den NATO-Wunsch geäußert hat, wo seit Jahren im Raum steht,
das ist etwas, was sozusagen endgültig ein Punkt sein kann, wenn sich die Ukraine nicht militärisch neutral positioniert, das zum Konflikt führen kann. Warum dürfen wir nicht selber entscheiden, was sie machen wollen? Schauen Sie, sind die kein souveräner Staat oder was? Schauen Sie, natürlich, natürlich, aber damit kommt ja eine Entwicklung zustande, die dem widerspricht, was eben damals 1991 vereinbart worden ist. Aber und das muss man NATO-Beitritt sehen. NATO-Beitritt der Ukraine als Wunsch geäußert, ganz klar. Wir haben von 1999 bis 2020 weg, Polen, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Estland, bis hin zu den Interessenten, bis heute Bosnien. Ja. Serbien hat sich militärisch bis dato aufgrund eines Beschlusses neutral erklärt. Ja, also militärisch und Georgien und Ukraine. Die NATO hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass sie die Ukraine noch nicht, genau, aber die Länder haben den Wunsch geäußert. So, jetzt wissen wir, aber dürfen die das nicht? Aber jetzt wissen wir um die Brisanz. Wir wissen um die Brisanz einer russischen Bevölkerungsgruppe in der Ukraine, um die Geschichte der Ukraine. Wir wissen, dass Sewastopol und die Krim seit dem 18. Jahrhundert unter Katharina der Großen ein militärischer russischer Hafen war. Wir wissen von der Kiewer Rus, der Entstehungsgeschichte der russischen Staaten. Und? Ja, wir wissen wie der K&K-Monarchie. Wir wissen von 9 Millionen Russen, die von 2014, vom Maidan-Umsturz bis jetzt, geflohen sind. Da leben 3 Millionen bereits in Russland. Ja, in Russland, die geflohen sind aufgrund der Kampfhandlungen und Auseinandersetzungen. Ja, wir erleben eine Zuspitzung, die man als Europäische Union rechtzeitig gesehen hat und wo wir die Chance gehabt hätten, und die habe ich damals eingefordert, da rechtzeitig diplomatisch nach einer Lösung zu ringen, damit es nicht zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Und ja, wir haben leider jetzt diesen Wahnsinn, der einseitig von Russland vorgenommen wurde und zu verurteilen ist, außer Streit gestellt. Aber wir müssen trotzdem zurück zur Diplomatie und dann auf den Verhandlungstisch und nicht eine Politik leben, wo wir weiter Öl ins Feuer gießen und wo wir vielleicht, ich sage jetzt nicht nur im Wettenband, am Dritten Weltkrieg, hervor- und heraufbeschwören. Das muss unsere Verantwortung sein, unsere gemeinsame. Deshalb bin ich auch froh, dass diese MiG-Kampfjets, dass die NATO hier und das Pentagon gesagt hat, das werden sie nicht tun, sie werden hier nicht als Partei in den Krieg eintreten. Ja? Sind ja schon die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine, ich sage, nach dem Waffenstillstandsabkommen 1945 durchaus kritisch zu sein. Ja? Weil das alles, wenn man von Völkerrecht und von rechtlichen Fragen spricht, etwas sein kann, das in der Bewertung einer kriegerischen Auseinandersetzung zu katastrophalen Folgen führen kann. Gut, wir gehen jetzt nach all diesen Warnungen vor Dritten Weltkrieg und sehr viel Putin-Verstehertum jetzt in eine kurze Werbepause und dann reden wir weiter. Also nochmal, das ist eben genau das Framing. Wir schalten jetzt in eine Werbepause, es ist kein Framing, es sind Fakten. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Duell Heinz-Christian Strache gegen Sebastian Born-Mehner und vice versa. Und es ging schon im ersten Teil recht hitzig zu. Wir hatten relativ viel, er sagt, es ist Framing, ich sage, es sind Fakten, Putin-Verstehertum. Sie haben jetzt wiederholt im ersten Teil auch die Neutralität angesprochen. Jetzt kann ich mich erinnern als Journalistin, dass Sie immer wieder gesagt haben, die Schweiz sei Ihr großes Vorbild. Die Schweiz, ein neutraler Staat, unterstützt aber jetzt sämtliche Sanktionen, die die EU gemacht hat und hat sich angeschlossen. Gibt Ihnen das nicht zu denken? Ja, das wird von vielen Schweizer Bürgern heftig kritisiert, ja, weil damit die Schweiz erstmals in ihrer Geschichte ihre gelebte Neutralität in allen Konflikten und Kriegen dieser Welt, und wir haben 2 Weltkriege erlebt, ihre Positionierung verändert hat. Und das führt dazu, dass viele Schweizer Bürger das auch kritisieren. Ja, auch Journalisten wie Roger Köppel und andere, ja, die natürlich das sehr kritisch, die größte Vertreterin, Abgeordnete des Schweizer Parlaments, der größten Schweizer Partei, würde ich nicht so wegwischen. Nein, Herr das Köppel heißt, ist nur ein bekannter Putin-Versteher. Ja, da sind wir wieder beim Framing. Ja. Wer heute kein NATO-Versteher ist, ist automatisch Putin-Versteher. Nein, ich sage ganz bewusst, ich will weder in dem einen Bündnis noch in dem anderen Bündnis sein. Ich will Neutralität gesichert haben. Sie und ich will keine Partei ergreifen. Und ich will versuchen, einen diplomatischen Austausch
Ausgleich zwischen diesen Supermächten herbeizuführen, weil ich glaube, dass eine multipolare Welt grundsätzlich gut ist und es schlecht ist sozusagen, wenn wir eine gefährliche Entwicklung erleben, wo diese Weltmächte oder Supermächte in einen Konflikt treten, um sozusagen eine neue Weltordnung auch umzusetzen. Und das halte ich für verdammt gefährlich und ich glaube, dass wir da einfach geostrategisch, analytisch, ohne Partei zu ergreifen, gewisse Entwicklungen erkennen müssen, damit man Hintergründe verstehen lernt. Wir können es nicht beeinflussen. Wir können so weit beeinflussen, unsere Neutralität aufrechtzuerhalten, nicht Partei zu ergreifen, nach Möglichkeit auch nicht, ich sage, bei den Sanktionen in der Form mitzumachen. Ja, und ich sage ja, wir erleben das ja. Ich habe ja jetzt gehört, dass wenn es um die Gasversorgung Österreichs geht, dass man in den letzten Jahren unter der Ministerin Gewessler nicht dafür Sorge getragen hat, die Speicher zu füllen. Was das bedeuten kann, wenn das Gas von einem Moment auf den anderen abgestellt wird und wir innerhalb von vielleicht 2-3 Wochen auf einmal eine Entwicklung erleben, wo vielleicht die großen Industriebetriebe gar nicht mehr produzieren können, weil man auf die Notversorgung für die Heizkörper der Bevölkerung zurückschrauben muss. Na, gute Nacht Österreich. Ja? Das heißt, wir haben hier dramatische Hintergrundentwicklungen, wo ich glaube, dass der Bevölkerung bis dato noch gar nicht reiner Wein eingeschenkt worden ist. Und ich meine, von den Benzinpreisen möchte ich gar nicht reden, wo der hauptsächliche Einnahmepunkt die Steuereinnahmen für die Republik sind, die der große Profiteur sind dieser Steigerung. Das kann man diskutieren. Aber jetzt mal zur Versorgungssituation. Also ich glaube, es wäre grundfalsch, wenn man aus einem Profitinteresse heraus oder weil man Angst hat, dass man gewisse Versorgungsleistungen nicht mehr treffen kann, sich nicht Sanktionen gegenüber einem Angriffskrieg anschließt. Ich finde, das, was jetzt in der Schweiz passiert ist, ist ja insofern bemerkenswert, weil die ja sogar in dem dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte die Profiteure einer Fehlentwicklung waren und sich damals bereichert haben auf dem Rücken von Millionen von Menschen und es jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr machen, sondern sagen, nein, wir schauen nicht zu im Jahr 2022, wie hier Zivilistinnen und Zivilisten abgeschlachtet werden, weil da irgendjemand imperiale Vorstellungen umsetzen möchte. Das halte ich für bemerkenswert und auch anerkennenswert. Und gleichzeitig als Österreich haben wir uns ja in der Vergangenheit, auch wenn es um die militärische Strategie ging, auch nicht so weit neutral verhalten, dass wir uns nicht an irgendwelchen Hilfseinsätzen und friedenssichernden Maßnahmen beteiligt hätten. Ob das jetzt die KFOR am Balkan war oder ob das auf den Golanhöhen war. Mit einem UN-Mandat aus. Ja, mit einem UN-Mandat. Das kannst du halt jetzt nicht machen, wenn Russland im Sicherheitsrat sitzt und alles blockiert. Aber das, was wir haben, unsere Neutralität entbindet uns nicht von unserer Menschlichkeit. Und unsere Menschlichkeit zeigen wir nicht nur dadurch, dass wir Menschen aufnehmen, die uns jetzt gerade zu Gesicht passen. Ich nehme zur Kenntnis, die Ukrainer sind weiß genug, damit sie von ihnen auch Unterstützung erfahren. Ja, wieder, andere sind das nicht wieder, so. Wieder, ist okay. Wieder so eine typische Fremdschäde. Ist in Ordnung. Ja. Aber Neutralität und aktive Menschlichkeit und Solidarität bedeutet auch, dass man Menschen unterstützt. Ich selber habe ein Hilfsprojekt und wir kümmern uns darum, dass jetzt gerade Sachspenden und Geldspenden in die Ukraine kommen, weil die Leute dort tatsächlich alles brauchen, weil es ihnen von Putin genommen wird. Und sich da jetzt hinzusetzen auf Fein und zu sagen, geh mal bitte Kaviarbrötchen essend und Champagner trinkend in die Diplomatie-Zirkel zurück und versucht man dort Putin irgendwie mit schönem Zureden dazu zu bringen, doch aufzuhören, das ist halt auch naiv, Herr Strache. Und als jemand, der über Jahre, und das kann ich Ihnen jetzt nicht durchgehen lassen, dass sich da hinsetzen und sagen, Sie waren immer neutral. Sie waren gegenüber Putin nie neutral. Ja, das war ja genau. Die Freiheitliche Partei war nie neutral gegenüber Putin. Gelebt. Nein, sie haben nie Neutralität gelebt, sondern sie haben Anbietertum gelebt, Herr Strache, bis zur Selbstaufgabe. Und zwar insofern auch bis zur Selbstaufgabe, wenn man ihre Aussagen als stellvertretender Clubobmann der Wiener Freiheitlichen liest in Bezug auf Russland. Und wenn man ihre Aussagen ein paar Jahre später liest, als Putin auf einmal an der Macht war, dann ist es eine reine Selbstaufgabe, was sie da gemacht haben. Und es ist ja nicht umsonst so, dass sie heftigst kritisiert wurden für ihre engen Verbandungen und Verzahnungen mit der Freiheit, mit der russischen Nomenklatura unter Putin. Also das ist ja jetzt, sich hinzustellen und zu sagen, wir waren immer neutral, wir wollten nur mit allen zusammenarbeiten, das ist Realitätsverweigerung und Kindesweglegung. Und in der jetzigen Situation sich hinzustellen und zu sagen, wir als Österreicher sollten uns auf den Standpunkt zurückziehen, dass uns wurscht ist, was in der Welt draußen passiert, dass wir ja nicht uns an Sanktionen beteiligen, weil sie könnten ja auch uns selbst treffen, ist halt auch eine Form
von Realitätsverdrängung. Also, weil wenn wir jetzt wegschauen, Herr Strache, dann trifft es uns erst recht. Denn das, was Putin jetzt gerade vollzieht, nämlich Schritt für Schritt sich etwas anzueignen und zuerst sich die Krim zu nehmen, dann die Ostukraine zu wollen, was kommt denn als nächstes? Die baltischen Staaten wieder dann wieder Landbrücke machen von Kaliningrad zu Russland. Das sind ja alles Sachen, wo er sich auf irgendeine historische Wurzel beziehen kann. Er kann ja immer sagen, ja, schon Katharina die Große oder Peter der Große, die haben ja auch schon damals. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn wir zulassen, dass dieses Narrativ, wie Sie es gerade hier präsentiert haben, nämlich es gäbe legitime Interessen der Russen, die jetzt auf eine illegitime Art und Weise durchgesetzt werden würden, dann leisten wir genau dem Vorschub. Und das ist der Grund, warum wir jetzt RT und andere Propagandaaktivitäten, wo ja nicht zufällig ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde auftreten als bezahlte oder unbezahlte Propagandisten, warum wir die jetzt abdrehen müssen, weil die eine Grenzverschiebung machen, weil die eine Diskursverschiebung machen. Und diese Diskursverschiebung, das sehen wir ja, führt dazu, dass am Schluss Regierungen ins Wanken kommen, weil von Russland gezielt Propaganda verbreitet wird, die darauf abzielt, dass die Menschen in Europa verunsichert das sind. Erste, und Zweifel das erste, sagen, genau bei lassen wir doch den Putin genau gewähren, damit dem, man nicht mehr zahlen Das sind wir jetzt genau bei dem Zitat. Das Erste, was im Krieg sozusagen verschwindet, ist die Wahrheit und die Freiheit der Meinungsfreiheit. Aber da gab es nie eine Wahrheit. Nein, und genau dort sind wir. Russland zensiert die diversen Medien mit unglaublichen Gesetzen. Das Gleiche macht es die Europäische Union. Das heißt, man stellt sich auf die gleiche Ebene. Das ist ja der falsche Aber Sie können Zugang. Ja wohl die BBC das nicht mit ja der RT Deutsch Zugang. Vergleichen, bitte. Nein, es ist ja auch ein deutscher Sender dort untersagt worden. Ja. Das ist ja der falsche Zugang. Ja. So wie jetzt Russia Today sozusagen in der Europäischen Union auf diese Zensurliste kommt. Ja, aber das ist ja Propaganda-Medium. Schauen Sie, das ist genau der Punkt, ja, dass man jetzt genau diese Situation hat, dass man unterschiedlichste Meinungen und Beleuchtungen des Konflikts bis hin auch zu Fake News, Nachrichten. Ich weiß nicht, was ich da die letzten Wochen alles gesehen habe, von Leichensäcken, wo einfach mit der Leichensack sich öffnet, weil einer raushupft, ja, und davor der Reporter steht. Oder irgendwas aus Star Wars mit Berichterstattung. Oh mein Gott. Ja. Schauen Sie mal, wie wird das alles nein, aufgeklärt. Ich sage, das ist leider das Problem, dass auch im Zuge solcher Kriege natürlich auch Propaganda, einseitige Berichterstattung und natürlich Manipulation stattfindet. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, ja, gerade wir als westliche Welt, ja, wenn es darum geht, Meinungen ja, zu hören, ja, auch durchaus die unterschiedlichsten Meinungen zuzulassen, klare Positionierung zu nehmen, aber unterschiedlichste Meinungen in einen Diskurs zuzulassen. Sonst enden wir nämlich genau in dieser, Meinungen, ich sage jetzt ganz bewusst, dramatischen, Strache, autoritären Veränderungen, die wir nicht wollen. Das ist wie bei Corona. Und Meinungen sind okay, ja, aber alternative Fakten sind ja bei Corona schon erlebt. Weil sie damit alternative Fakten herkommen. Runtergemacht worden sind, beschimpft worden nein, sind. Hitler wieder umtragen. Nein, aber ich möchte zu aber Recht kritisiert haben, eine Entwicklung, wo man jetzt zum Glück einmal eine zumindest zeitliche Aussetzung gesagt hat. Herr Strache, wir kommen dann eh noch dazu, aber ich möchte jetzt dazu zurückkommen, weil Sie haben jetzt wirklich, das muss ich dazu sagen, und jetzt müssen wir einfach über die Rolle der FPÖ mit Russland reden, weil Sie haben eins zu eins alles gesagt, was man eigentlich eben von Russia Today gehört hat. Und was man von echten Propagandisten hört. Jetzt stand, Sie wissen, westliche Geheimdienste sind auf extreme Distanz gegangen zu zwei Diensten in Österreich, weil das zwei Ministerien waren, die von der FPÖ damals geführt wurden, unter Türkis-Blau. Es gibt jetzt den Verdacht, dass aus dem Außenamt mit der von Ihnen vorgeschlagenen Karin Kneißl und einem ehemaligen Schwarzen, der dann zu Blau übergelaufen ist, als Generalsekretär Informationen weitergegangen sind, durchaus auch nach Russland. Das wird jetzt alles überprüft. Da geht es sogar um eine Giftgasformel. Sie kennen die Geschichte. Ich komme zu meiner Anfangsfrage zurück. Wie viel Einfluss hatte denn der Kreml auf die FPÖ? Keinen Das wird nämlich Einfluss. Gerade untersucht. Ja, das ist ja die Absurdität. Aber das ist absurd. Das ist fast schon wahnwitzig und wirklich gefährlich, was die Europäische Union jetzt aktuell macht mit dieser schwarzen Liste, die ich da heute lesen musste. Es gibt keine schwarze Liste, es gibt einfach eine Liste von Parteien. Eine Listung aufgrund eines Arbeitsübereinkommens. Das Arbeitsübereinkommen ist übrigens transparent. Man kann sich durchlesen, was da drinnen steht. Nämlich ein Austausch von Gesprächspartnern, Ende. Ja. So, und dann herzugehen und etwas zu unterstellen, was nachweislich nicht stimmt, ja, sondern einfach unwahr zu behaupten, da hätten Kredite oder Finanzierungen stattgefunden, die es nie gegeben hat. Das ist genau das, wo man sagen muss, das macht fast den Eindruck, wie man es jenen Ländern vorwirft, wie man mit
politischen, kritischen Oppositionellen umgeht. Nämlich denen was vorzuwerfen, was nachweislich nicht stimmt, um sie zu verfolgen und irgendwo in die Lage zu stecken. Sie wissen schon, dass Wladimir Putin Oppositionelle und Journalisten hat ermorden lassen. Deshalb sage ich ja, verfolgen lassen. Wir reden von Toten. Ja, Journalisten und Oppositionspolitiker. Wer da welchen Auftrag gegeben hat, das werden Sie vielleicht besser wissen, ich weiß es nicht. Ja. Aber wir reden von Giftgasanschlägen, ja, die Thema waren und anderes. Ja. Aber was Sie getan haben, ist ja letztlich zu unterstellen der FPÖ, dass sozusagen Zahlungen stattgefunden haben, beziehungsweise die Europäische Union mit ihrer Listung hier klar Dinge unterstellt, die einfach nicht stimmen. Und das ist unredlich. Es ist ein Zufall, dass Sie und dass Ihre spätere Außenministerin dann den Sektionschef, den Sie da angesprochen haben, kommt tief aus der ÖVP, bei aller Wertschätzung. Der ist auch nie Mitglied der FPÖ gewesen, weil Sie gesagt haben, der hätte zur FPÖ gewechselt. Nein, der ist ÖVP-Mitglied, ich glaube bis heute, kommt zutiefst aus dem ÖVP-Bereich, aber bei vielen ÖVP-Ministern in unterschiedlichsten Ministerien tätig, ja, und dem wird jetzt dieser Vorwurf gemacht. Ich kann das nicht bewerten, ich habe das selber aus der Zeitung gelesen. Ja. So, das muss man aufklären. Aber die Karin Kneißl können es nicht weglegen, oder? Die Karin Kneißl war eine gute Außenministerin. Ja. Was ich festhalten muss, ist, was die Geheimdienstfrage betrifft, da hat der Berner Club, und zwar schon bevor ein freiheitlicher Innenminister tätig geworden ist, in allen Analysen festgehalten, dass man die österreichischen Dienste nicht mehr auf Dauer dazu einladen kann, weil sie keine geheimdienstliche Struktur haben, wie es dort notwendig ist. Der freiheitliche Minister ist dann als Vorwand verwendet worden von den Oppositionsparteien. Ja. Aber der Grund, dass der Berner Club gesagt hat, die österreichischen Dienste laden wir nicht mehr ein, war schon vor einem freiheitlichen Minister offiziell geäußert. Das Misstrauen wurde damals explizit auch bestätigt aufgrund von zwei Ministerien, die FPÖ geführt wurden. Und es war immer der Verdacht, es könnten Informationen fließen. Du hast jetzt die Karin Kneißl angesprochen, aber insgesamt, und zu dem Thema würde ich noch kommen, hat man in Österreich halt immer ein großes Putin-Verstehertum an den Tag gelegt. Und das war nicht nur die FPÖ. Mhm. Das gab es auch bei den Schwarzen, das gab es auch bei den Roten. Ja, klar. Na, ich glaube, das ist ja eines der Grundprobleme, das wir haben, dass in den letzten Jahren manche Leute sich auf dem Rücken der Neutralität es sich bequem gemacht haben und gesagt haben, Neutralität bedeutet für uns, dass wir mit allen Geschäfte machen dürfen. Und das halte ich für grundproblematisch. Das halte ich auch für grundproblematisch in Bezug auf die Europäische Union. Also wir diskutieren jetzt gerade im Jahr 2022 endlich über solche Sachen wie ein Lieferkettengesetz und andere Geschichten, also wo quasi die Europäische Union beginnt, darüber nachzudenken, wie können wir unsere erhebliche Wirtschaftsmacht, weil hier wird der Profit erwirtschaftet von diesen Konzernen. Wie können wir Einfluss nehmen auf das, was die in anderen Ländern machen? Und ich glaube, das Gleiche müssen wir uns in Bezug auf Rohstoffe die Frage stellen. Also wie wird Öl, Gas und so weiter gewonnen? Nicht nur im Hinblick auf Menschenrechte, sondern auch auf die ökologische Frage. Können wir in Zukunft, wollen wir in Zukunft nur deswegen, weil es uns mehr Profit bereitet, mit Menschen oder Organisationen oder Ländern zusammenarbeiten, die nachweislich nicht unseren Standards genügen? Und ich finde das, was in der Vergangenheit von Fischer, Leitl und wie sie alle geheißen haben, ganz viel auch aus dem Wintertourismus, diese Anbiederung, wo es ja am Schluss ausschließlich ums Geld gegangen ist. Da ging es immer nur ums Geld. Also diesen Leuten ging es ja nicht darum, im Gegensatz zu Ihnen und Ihrer Partei, Sie haben tatsächlich eine ideologische Nähe, glaube ich, zu diesen Menschen, aber denen ging es tatsächlich einfach nur ums Geld. Denen ging es wirklich nur darum, dass sie gesehen haben, da kommen russische Oligarchen, die sich in den Nachkriegswehen und in dem Sturz der Sowjetunion bereichert haben und deswegen sehr, sehr viel Geld haben, obszön viel Geld haben, die kommen nach Österreich. Die werden zum Teil non net irgendwelche Passgeschenke überwiesen und so weiter. Das ist ja auch alles in der Nähe ihrer Gesinnungsgemeinschaft angesiedelt gewesen. Also hier wurde einfach großes russisches Geld gerne entgegengenommen und man war bereit wegzuschauen, was Putin, ob das jetzt im Bereich der Homosexuellen, ob das im Bereich der Gedenkkultur, ob das im Bereich der Journalismus, ob das im Bereich der Frauenrechte, da hat man überall weggesehen. Da haben sie überhaupt kein Problem damit gehabt, weil sie gesagt haben, naja, das ist ein großer Investor, der ist wichtig für uns. Und ich glaube, dass das, was jetzt gerade passiert, nur die letzte Form der Demaskierung Putins ist. Also dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf einen souveränen Staat ist die letzte Steigerungsstufe, die
die ein Putin noch machen kann, nachdem er eh die letzten Jahre und Jahrzehnte in Wirklichkeit schon gezeigt hat, welcher Gesinnung er angehört. Und dass Sie, zu den Sanktionen und Wirtschaftsentwicklung. Das ist so salopp dahergesagt. Aber was ich vorher zu Ihnen gesagt habe mit dem Dugin, mit Alexander Dugin und so weiter, das ist mir schon wichtig. So wie es kein Zufall ist, dass die Freiheitliche Partei ständig in der Nähe von Rechtsextremen auftaucht. Die ganze Zeit haben wir das, über Jahre unter Ihrer Obmannschaft. Ich unterstelle Ihnen persönlich das jetzt nicht, aber unter Ihrer Obmannschaft, ein Herbert Kickl und andere, die ganze Zeit irgendwie in diesen Kreisen umherkugelt, ist es auch kein Zufall, dass dann irgendwelche großimperialistischen Vordenker wie Alexander Dugin, die ja wirklich ganz krude Verschwörungstheorien auch verbreiten, von Ihnen eingeladen werden und Sie mit diesen Leuten gemeinsam diskutieren. Jetzt können wir zur Freiwilligenbrigade Assow kommen, ja, mit ganz klaren neonazistischen und rechtsextremen Symbolen, ja, die dem Innenministerium der Ukraine unterstellt sind, die 2000 Kämpfer. Wagner von Putin ist auch neonazistisch bis zum Gehen nicht mehr. Die als die großen Retter Europas hinstellt, also, da können wir jetzt in alle möglichen, das ist absurd, da können wir in alle möglichen Absurditäten und Kanäle hineingehen, das ist absurd. Ja. Die Wirtschaftsaktion, die Assow-Brigade sind Neonazis, genauso wie bei der Wagner. Die sozialnationale Versammlung nennt sie sich und der rechte Sektor. Das stimmt, da sind Neonazis dabei, aber halt auch bei den anderen. Tun wir das, glaube ich, beiseite lassen, weil das ist eine, ich sage, da kann man jetzt auf allen Seiten widersprüchliche Absurditäten herausarbeiten. Aber ich kenne keine Partei, seien Sie mal nicht böse, ich kenne keine Partei. Extremismus immer abgelehnt und das ist meine klare Position. Ja? Was mir wichtig ist zu den Sanktionen, wirtschaftlich. Natürlich kann man sagen, wir können uns beide Beine absägen. Wir können uns hinstellen und sagen, wir verzichten auf jede Gaslieferung, wo wir jetzt von 55% des Gases abhängig sind, weil wir keine Alternativen haben. Nur was ist denn dann die Konsequenz? Das ist ja absurd. Das ist ja zum Schaden, ja, der eigenen Bevölkerung, wenn ich etwas tue, wo ich keine Vorbereitung habe, keine Alternative habe, etc. Das heißt, das alleine zeigt ja, wie viel aus der Emotion heraus passiert, ja, ohne darüber nachzudenken, welche Auswirkungen hat es. Ja. Und die Auswirkungen werden am Ende so sein, dass wir natürlich einen Wirtschaftsschaden haben, wo ich heute schon angedeutet habe, wenn wir nicht genügend Gas im Gasspeicher haben und der Gashahn abgedreht wird, entweder weil wir sagen, wir verzichten drauf oder weil vielleicht sogar die Russen sagen, wir liefern euch gar nicht mehr, ja, bedeutet das, dass wir vielleicht in kürzester Zeit vor einer Situation stehen, wo die größten Industriebetriebe bis hin zur Föst im Stillstand sind. Eine Arbeitslosigkeit, bei uns eingreift, eine Entwicklung passiert, die wir uns alle nicht wünschen und die wir vor allen Dingen nicht vorantreiben wollen. Und das wird natürlich, muss man eine Gesamtentwicklung hinterfragen. Wenn ich höre, dass jetzt die Chinesen an Gasleitungen bereits arbeiten, damit dort kompensiert wird, Indien, China, Russland einen eigenen Wirtschaftsraum sozusagen andenken, wohin führt das? Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir in der gesamten Konfliktsituation einen Weg finden, wie wir da wieder gemeinsam rauskommen. Ja? Und ich sage nicht sozusagen eine Entwicklung, wo man sagt, das ist ein Wahnsinniger. Der Wahnsinnige kehrt sozusagen, mit dem reden wir gar nicht mehr, da setzen wir uns gar nicht mehr auf den Tisch. Ja. Das ist der falsche Weg. Verhandlungen passieren ja die ganze Zeit. Ja, aber es gibt ja Menschen, die das so artikulieren wie Sie, da wird man sich schwer auf den Tisch setzen können. Verhandlungen widerspricht ja niemand. Wir sagen ja die ganze Zeit, es gehört verhandelt. Es wurde ja mit Putin auch über Jahre verhandelt. Es wurden ja auch Zugeständnisse gemacht. Es hat nur alles nicht gereicht. Das ist ja das große Problem. Es reicht ihm der kleine Finger nicht, der will die ganze Hand. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir jetzt tun können, ist so zu tun, als gäbe es legitime Interessenslagen der Russen, die rechtfertigen würden, dass das passiert ist. Also ich glaube, dass das, was der Präsident Zelensky jetzt angedeutet hat, nämlich das, was im Minsker Abkommen steht, ja, Donetsk und Lugansk als autonome, selbstständige Region in der Ostukraine kann er sich vorstellen. Aber das ist ja nicht das, was Putin will. Die Neutralität kann er sich jetzt vorstellen, höre ich. Ja, das sind alles jetzt Kriterien, wo man aus dieser dramatischen Situation herauskommen könnte. Also so gesehen habe ich Hoffnung, ja, dass wir aus diesem Wahnsinn hoffentlich gemeinsam herauskommen und nicht eine weitere Zuspitzung erleben, ja, die nämlich, ich sage, bei einem Weltenbrand wieder dazu führen würde, dass Europa nach einem Ersten und Zweiten Weltkrieg ein Hauptkriegsgebiet und wäre, das in einer völligen Zerstörung enden könnte. Das ist nicht das, was wir in der Verantwortung für unsere Menschen leben sollten, sondern genau das Gegenteil. Ein Satz nur dazu, wir haben gerade als Europäerinnen und Europäer die Verantwortung, aus unserer Geschichte zu lernen. Und wenn wir gesehen haben, wie ab 1933 der Fehler begangen wurde, einem Diktator nicht Grenzen zu setzen, der nachweislich eine Grenze nach der anderen überschritten hat, um
eine Ideologie zur Entfaltung zu bringen, die wir bei Putin ja auch kennen. Die Ideologie, die hinter dem steht, was Putin gerade macht, ist nicht auf die Ukraine begrenzt. Es ist auch nicht begrenzt auf Georgien und so weiter. Da geht es um die Restauration eines Imperiums. Genauso das ist jetzt wie das, was Hitler. Das ist jetzt das, was Sie unterstützen. Nein, überhaupt, das ist dokumentiert. Die jahrelange Debatte bei Georgien und der Ukraine reduziert es genau auf das, was ich vorher herausgearbeitet habe. Als Europäerinnen haben wir die Verantwortung, aus unserer Geschichte zu lernen. Das bedeutet, dass wir jetzt, wo wir sehen, dass jemand bereit ist, Menschen in den Tod zu schicken, um seine politischen Interessen durchzusetzen, klar Grenzen setzen und sagen, ja, wenn uns das ein paar Milliarden Euro kostet, die wir halt Net-Profit machen können oder wir uns überlegen müssen, wie wir unsere Wirtschaft schneller diversifizieren und schneller auf nachhaltige Energien umsteigen, dann sollte uns das wert sein. Wo waren Ihre Forderungen da bei den anderen Kriegen in dieser Welt? Die habe ich nicht gehört. Welche? Naja, von Afghanistan angefangen bis Syrien, bis Irak. Aber Sie können ja wohl bis Libyen. Sie können auch nicht den Kampf gegen friedliche Kriege in Afghanistan. Das waren jetzt die friedlichen Kriege der NATO, die quasi Frieden gebracht haben. Nein, da ist Zerstörung hinterlassen worden, die eben erst den Radikalismus möglich gemacht hat in der Form, wie wir ihn heute erleben. Das ist ja Unsinn. Das ist leider so. In Afghanistan war das nach der russischen Invasion tatsächlich der Fall. Ja, aber 2003, Nein, also natürlich nicht, war die Taliban ja schon. Wir schalten jetzt noch einmal in eine kurze Werbepause und danach geht es kurz und bündig noch um die Impfpflicht und die explodierenden Corona-Zahlen. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Duell Heinz-Christian Strache gegen Sebastian Born-Mehner. Und es ging in den ersten zwei Teilen um den Ukraine-Krieg, um die Nähe der FPÖ zur Kreml-Partei, zu Wladimir Putin. Und jetzt zum Finale im letzten Teil geht es um die Aussetzung der Impfpflicht. Darauf sagst du endlich. Nein, endlich reden wir über dieses Thema. Endlich Aussetzung. Kommen wir zu dieser eben Aussetzung der Impfpflicht. War das eine weise Entscheidung? Kann man die Impfpflicht damit überhaupt je wieder wirklich scharf stellen oder war es das? Es war offensichtlich die Entscheidung der Weisen. Ob es eine weise Entscheidung war, bin ich ehrlich gesagt selber sicher nicht der Berufene dafür. Ich kann eine politische Interpretation abgeben, aber keine virologische. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig bei der Debatte, wenn wir sie die letzten zwei Jahre verfolgen, dass wir das differenzieren. Ich vertraue darauf, dass der Expertinnenstab des Gesundheitsministeriums auf Basis dessen Bericht und Einschätzungen, dass ja passiert ist, richtig liegt. Ich hoffe es. Ich vertraue darauf, weil ich halt ein gelernter Österreicher bin und daher ein hohes Staatsvertrauen habe. Also ich hoffe, dass das gut funktioniert. Obrigkeitshörig sozusagen. Nein, aber ich finde, es ist ja nicht der Law and Order Vorreiter immer gewesen. Nur die Gesetze, die Ihnen taugen, ich weiß nicht. Aber gehen wir kurz zurück zu der Corona-Geschichte. Also wenn da der Beirat sagt, wir sind auf Basis dessen, dass sich die hohen Infektionszahlen nicht in einer hohen Belegung von Intensivbetten und Todesfällen abbildet, bereit, die Impfpflicht nicht zu sanktionieren, dann nehme ich das zur Kenntnis. Ich kann das weder gut noch schlecht finden. Ich bin grundsätzlich eher ein sicherheitsorientierter Mensch, deswegen habe ich die Impfpflicht unterstützt. Auch wenn ich grundsätzlich gegen eine Impfpflicht bin, habe ich sie unterstützt, weil ich der Meinung bin, wir müssen mit allen Mitteln verhindern, dass Menschen erkranken, vor allem solange wir Long-Covid noch nicht gut genug kennen, solange wir nicht wissen, was für dramatische Auswirkungen das auch übrigens auf unsere Volkswirtschaft, aber vor allem auf die Gesundheit der Bevölkerung hat, müssen wir versuchen, jede weitere Infektion, jede weitere Erkrankung zu vermeiden. Und deswegen war ich dafür, dass wir die Impfpflicht grundsätzlich beschließen. Ich glaube auch, dass die Impfpflicht jetzt noch nicht ausgedient hat. Es haben jetzt gleichzeitig, das finde ich ja spannend, gleichzeitig mit der Empfehlung, die Impfpflicht nicht zu sanktionieren, kam die Warnung vor der nächsten Eskalation im Herbst. Das bedeutet, die Expertinnen und Experten haben klargestellt, wir mögen zwar jetzt gerade in einer Situation sein, wo viele Menschen sich anstecken, aber die Belagszahlen an den Krankenhäusern nicht steigen, aber das kann sich jederzeit ändern. Und deswegen glaube ich, ist gut, dass wir die Impfpflicht als Feuerlöscher haben, die wir einsetzen können. Und dieses Impfpflichtgesetz hat ja auch eine Reihe von Sanktionsmechanismen und Eskalationsstufen vorgesehen. Da kann ja
wenn benötigt, von der Bundesregierung jederzeit unter Androhung unterschiedlicher Strafen auch entsprechend umgesetzt werden. Ich glaube also, wenn wir sehen, dass im Sommer die Expertinnenmeinung und die Prognosen wieder andere sind, dann sollte man auch wieder scharf schalten. Aber ich tue mir extrem schwer in der jetzigen Situation, wenn Expertinnen der Meinung sind, wir brauchen das nicht, jetzt zu sagen, na, wir brauchen es doch. Es war die juristische Expertise, die gesagt hat, wir brauchen es nicht. Grundsätzlich, Sie müssen ja froh sein. Das ist ja eine Kapitulation vor den Freiheitlichen, vor auch, Sie sind jetzt nicht mehr bei den Freiheitlichen, aber vor den Impfgegnern. Als erste ist ein Gesundheitsminister zurückgetreten mit dem Hauptgrund, er erhalte Morddrohungen eben aus diesem Bereich von den Impfgegnern. Und jetzt ist natürlich aus politischen Gründen hauptsächlich auch gesagt worden, wir setzen jetzt die Impfpflicht aus. Wurscht, ob man jetzt für oder gegen die Impfpflicht war. Sind Sie froh darüber, dass da so kapituliert wird? Also zum einen ein Freiheitlicher im Herzen bleibe ich immer. Ja? Und wenn es darum geht, dass der Mückstein eine Begründung gesucht hat für seine Rücktrittsrede, so ist die also mehr als fadenscheinig. Bei aller Wertschätzung, dass die Morddrohungen daran schuld gewesen sein sollen, dass er zurückgetreten ist, das glaubt die Jette Tante im Tupferdoll mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, wie viele Morddrohungen ich im Laufe meiner politischen Laufbahn erlebt habe und bin nicht zurückgetreten. Es war sicher ein anderer Grund, nämlich das, was wir jetzt erleben, dass ein Zurückgriff und der Fall ist und dass man ihn aus der Schusslinie genommen hat und jetzt erleben muss, dass die Farce auf einer anderen Ebene eine Fortsetzung findet. Nämlich eine Aussetzung quasi nicht der Impfpflicht, sondern der Strafen. Die Impfpflicht bleibt, die Strafen werden ausgesetzt für 3 Monate, dann kommt die Kommission wieder zusammen, die jetzt festgestellt hat, es sei nicht angemessen und dann kann man jederzeit wieder scharf schalten und kann die Leute wieder und kann die Strafen wieder einsetzen und kann sagen, jetzt ist es aber angemessen. Das halte ich für brandgefährlich. In Wahrheit sollte die Impfpflicht grundsätzlich abgeschafft werden. Ich hoffe da auf den Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung. Und wir sehen ja eins, dass der Impfstoff eben bei der aktuellen Variante offenbar überhaupt nicht greift. Und warum sollte er dann bei der nächsten Variante greifen? Das ist ja alles so widersprüchlich. Ja, und wir hören immer mehr auch in der Gesamtentwicklung, Sie haben es zu Recht gesagt, ja, viele positiv Getestete, zum Glück weniger Spitalsbehandlungen, bei den Spitalsbehandlungen aber immer mehr mehrfach Geimpfte und Geboosterte. Das ist auch eine Realität, muss man auch einmal vielleicht noch einmal hervorkehren. Also das sind ja alles Entwicklungen, die gegen eine Impfpflicht sprechen. Ja? Da muss man ja aus juristischen Gründen sagen, die ist ja nicht begründbar. Ja? Und so gesehen hoffe ich auf den Verfassungsgerichtshof, dass diese Impfpflicht generell abgeschafft und aufgehoben wird und nicht einfach die Strafe ein paar Monate ausgesetzt wird und dann eine Neubewertung stattfindet. Das ist eine Farce. Gut, ich bedanke mich Heinz-Christian Strache, ich bedanke mich Sebastian Bornmehner und im Anschluss an die Werbung können Sie dann mein Interview mit dem Präsidenten der Intensivmediziner sehen und da werden Sie hören, was Walter Hasibeder, der Primar, der sich vielleicht ein bisschen besser auskennt als andere, die darüber reden, darüber sagt, wie gut die Impfung schützt oder nicht schützt und wer denn derzeit wirklich auf den Intensivstationen liege, bleiben Sie dran.